Die Professoren haben herausgefunden, dass in der Evolution der Menschheit man eigentlich nur einen einzigen Fehler identifizieren kann, den wir als Menschheit gemacht haben. Also nicht 5 Fehler, 3 Fehler, 7 Fehler, sondern einen einzigen. Und den deute ich Ihnen jetzt mal an und dann sagen Sie mal was dazu und dann diskutieren wir darüber. Die haben herausgefunden, dass seit der Erfindung des Tauschhandels vor etwa 400.000 Jahren, später Homo erectus, dass wir da nicht verstanden haben, dass es nicht so clever ist, die Belohnungen so quasi auszuschütten, ohne zu gucken, für was ich eigentlich belohne. Zum Beispiel, wir schütten heute noch mehr Geld aus, wenn irgendwo ein Krieg entsteht, dann schütten wir an den Waffenhändler ganz viel Geld aus. Eigentlich doch verrückt. Wir belohnen ja in einer gewissen Weise das Sterben vieler Menschen. Ja? In einer gewissen Weise. Oder mein Pharmakonzern, der, wo ich vielleicht Tabletten mal kaufen würde, was ich nicht tue, aber ist egal, der kriegt für mich dann am meisten Geld, wenn ich häufig krank werde und er mir viele Tabletten verkaufen kann, teure Chemotherapeutika bei Krebs und so weiter. Ist ja eigentlich merkwürdig. Da kriegt wieder jemand was, wenn es mir schlecht geht. Oder mein Hausarzt, wenn der jetzt da drüben mein Hausarzt wäre, wenn er mir jetzt spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, einen ganzen eigenen Sportverein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten anbieten würde und die Leute sich alle treffen und man hat Spaß zusammen und lernt so alles über gesunden Lebensstil und so weiter und glücklicheren Lebensstil, würde der Hausarzt im jetzigen System gar nichts bekommen. Er würde ruiniert sein wirtschaftlich. Ja? Hat im Prinzip kaum was zum Abrechnen. Ja? Während wenn ich häufig krank werde und chronisch krank werde, dann kann er ständig was abrechnen und so weiter. Ist das, da haben die Professoren gesagt, das ist ein verrücktes System. Ja, erst mal zu dem Grundgedanken, zu der Grunderkenntnis. Die Lösung machen wir gleich. Ja, das ist sicher richtig, dass an vielen Stellen einfach Geld und Zeit und sonstige Ressourcen für etwas Falsches verwendet werden. Sehe ich genauso, aber ich sehe das natürlich, also ich muss allerdings auch sagen, dass das sozusagen, das ist vielleicht gehört zum menschlichen Leben dazu, dass man ständig daran arbeiten muss, das möglichst zu vermeiden und darin besser zu werden, das zu vermeiden. Und Und ich habe zum Beispiel auch gestern mit dem Büro von Professor Sinn gesprochen. Professor Sinn, das ist einer der berühmtesten Volkswirte in Deutschland. Und die sagen auch, ja, natürlich, wir beschäftigen uns ständig mit dem Thema Fehlanreize in der Gesellschaft. Ja? Aber da sagen die Professoren, nein, das ist nicht genug, weil die tiefe Erkenntnis, dass diese Fehlanreize viel, viel gefährlicher sind, als wir uns das vorstellen können. Also der normale Bürger denkt, na ja gut, es ist ein Fehlanreiz. Der Arzt kriegt mehr Geld, wenn ich häufig krank werde. Nicht schön, ja, aber auch nicht so gefährlich. Jetzt haben die Professoren herausgefunden, man nennt das auch die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, also der neueste Stand der Wissenschaft überhaupt. Und der sagt quasi, wenn jetzt so ein Schamane und wenn der erste Schamane vielleicht sogar, Professor Friedemann Schrenk deutet an, könnte sein, dass irgendwann ab 170.000 Jahren vor unserer Zeit schon sowas wie Schamanismus entstehen könnte. Ja? Und wenn dann der erste Schamane vor 170.000 Jahren zufällig, weil ja Irren menschlich ist, errare humanum est, den Spruch kennen Sie? Zustimmen. Ja, ja, ja. Also Irren ist menschlich, ja. Und da alles mutiert in der Welt, also auch Gedanken mutieren und manchmal Wahrheiten entwickelt werden, manchmal auch Irrtümer und Irrwege gefunden werden. Und wenn dann so ein Schamane einen Irrtum findet, aber der merkwürdigerweise dazu führt, vielleicht weil er eher Symptome vielleicht eher etwas reduziert, aber die Ursache nicht angeht, eine Erkrankung, dass der Mensch dann immer wieder seine Hilfe braucht, in regelmäßigen Abständen sozusagen, und er dadurch quasi mit Belohnungen eher überschüttet wird, obwohl es seine Verhandlungsverfahren auf einem Irrtum beruht. Dass das dann eben dazu führt, dass das menschliche Gehirn nicht in der Lage ist, ständig durch die Welt zu laufen und zu sagen, ich verdiene jetzt unheimlich gut mit diesem Irrtum, aber mit diesem Gedanken. Und jetzt muss ich mich aber trotzdem immer wieder fragen, was ein Wissenschaftler immer sollte, ob das nicht ein Irrtum sein könnte und ob das jetzt wirklich gut für meine Patienten ist. Das macht kein Mensch.
Also da hat man rausgefunden, der Mensch neigt dazu, wie jedes andere Lebewesen. Wenn etwas gewinnt, wenn ich mit etwas Ressourcen gewinne, wenn ich mit etwas Futter gewinne, der berühmte Boris F. Skinner, Psychologe, hat rausgefunden, wenn eine Taube, die wird sich nie fragen, wenn ich jetzt hier Pirouetten drehe, ob das Schwachsinn ist, aber ich kriege dadurch Futter, ist mir doch egal, durch was ich Futter kriege, Hauptsache ich kriege Futter. Ja? Und so ist leider der Mensch auch gestrickt. Ja? Er ist nicht in der, und das macht es so gefährlich, weil sich dann die Irrtümer über die Jahrhunderte anhäufen und ganze Irrtumsgebäude entstehen können, weil einfach etwas, was gewinnt und was wirtschaftlich zum Erfolg führt, nicht mehr hinterfragt werden kann. Ja? Ja. Also ich glaube, diese Irrtümer lassen sich nicht ganz vermeiden. Insofern gibt es da keine perfekte Lösung. Man muss halt eben das kritisch hinterfragen, ob man die Irrtümer irgendwie möglichst, deren Effekt möglichst klein halten kann. Aber und jetzt kommen wir zur Lösung. Denn bevor wir, Sie haben jetzt eben gesagt, wird wohl nicht möglich sein. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Ich habe extra mal heute andersrum angefangen, damit es mal was Neues gibt. Die Lösung, die Sie vorschlagen, ist nämlich die, dass mein Hausarzt in Zukunft durch einen komplizierten Berechnungsschlüssel, für den Sie 51 Jahre Entwicklungszeit gebraucht haben, in Zusammenarbeit mit dem Bundeswahlleiter und dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dass da sozusagen errechnet wird, dass mein Hausarzt dann am meisten Geld bekommt, wenn ich nie krank werde, zum Beispiel durch seine spaßmachenden Gesundheitskurse. Und wenn ich häufiger krank werde, etwas weniger bekommt und dass das auch fair für alle Ärzte wird, weil alle haben ja auch ein paar chronisch Kranke, wo man gar nichts machen kann und so weiter. Und trotzdem ein faires System, wo Gesundheitsförderung fürstlich belohnt wird und Verwaltung von chronischer Krankheit nicht ganz so fürstlich belohnt wird. Und dadurch reduzieren sich die Irrtümer, weil dann jeder sich immer wieder fragen wird, die Kollegen verdienen mehr Geld mit mir. Haben die noch bessere Gesundheitsförderungsmaßnahmen als ich? Muss ich da neu denken? Ja? Und so kommt dann. Ja, also das, wovon Sie reden, wenn ich es richtig verstehe, geht es ja um Big Data im Gesundheitswesen. Und es ist ein typischer Fall davon, wie wir auch darüber in Irrtum geraten können, dass wir diese ganzen Daten, die dazu gebraucht werden, um verschiedene Behandlungen, die heute gängig sind, kritisch zu hinterfragen, extrem viel Daten, personalisierte Daten freigegeben werden müssen. Und ich sehe gerade überhaupt nicht, dass das gewollt ist, und man muss dem sicherlich auch sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, ob man das so will. Und von daher ist auch da meine Antwort, es gibt da keine perfekte Lösung. Also das mag sein, dass uns Big Data helfen können, um solche Sachen zu hinterfragen, um die richtige Behandlung zu finden, aber gleichzeitig geben wir unsere Persönlichkeit, unseren Lebensstil und so weiter preis. Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass die Leute bei Amazon und Google und Facebook da in Wirklichkeit Daten preisgeben, die dann auch wirklich zum Schaden genutzt werden. Und wenn auch nur der einzige Schaden darin besteht, dass jede konsumsüchtige Anflug quasi von den Firmen so genutzt wird, dass Amazon sogar so weit geht, dass sie mittlerweile den Leuten auf Verdacht Pakete schicken manchmal, ja? Weil sie denken, dass der gerade in einer Stimmung ist, in der er anfällig ist, dafür das auch tatsächlich zu kaufen. Ja? Zum Beispiel. Ja? Und das halte ich für gefährlich, weil es dann quasi uns dazu bringt, dass wir in jeder schwachen Minute, wo wir vielleicht was kaufen würden, was wir später nie wieder kaufen würden, es dann in dem Moment kaufen, weil Amazon uns genau dazu verführt. Das halte ich für einen Missbrauch von Daten, den ich für schädlich halte, weil wir wollen ja nicht maximale Konsumsucht entfalten in der Gesellschaft. Ja? Aber es ist ja eine andere Baustelle. Also wir reden jetzt ja gerade über... Ich wollte damit nur ausholen, dass das gefährlich ist. Also ich selbst hätte davor, dass der Bundeswahlleiter meine Daten anonymisiert quasi, dass es da Computer gibt, wo es rein theoretisch, trotz der in Zukunft anwesenden Kriminalbeamten in diesem Bundeswahlamt und so weiter, das ausgebaut werden müsste, ja, und vielleicht auch Außenstellen bekommen müsste, dass meine Angst, dass irgendjemand trotz all der Kriminalbeamten irgendwie meine Daten wieder rückpersonalisiert, also das, was in Nummern verwandelt wird und in Zahlen verwandelt wird, wieder irgend mit einem Trick rückpersonalisiert und dann auf mich bezieht. Ich hätte verglichen, also jetzt, wenn ich das vergleiche, hätte ich jetzt hier, davor hätte ich 1 Zentimeter Angst.
Aber vor den Evolutionsprozessen, dass Irrtümer belohnt werden, die belohnt werden, zu Irrtumsgebäuden führen und die dazu führen, dass zum Beispiel mein Lebensmittelhändler, der ja auch unter einem ähnlichen Prinzip steht, also dass dessen Produkte voll sind von Zucker und Salz und anderen gesundheitsbedenklichen Stoffen, ja, die unsere Kinder übergewichtig werden lassen und diabeteskrank werden und so weiter, mit denen uns die ganze Industrie zu ungesunder Nahrung verführt. Davor hätte ich jetzt, wenn ich vorher 2 Zentimeter Angst hatte vor dem Gefahr des Datenlecks, hätte ich jetzt davor 15 Zentimeter Angst davor, dass das System genauso mörderisch, wie ich es selbst erfahren habe und erlebt habe, weiterläuft. Also das heißt, also der für Sie doch entscheidende Punkt wäre, dass ich es anders sehe, weil ich diese mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik halt sehr oft schon angewendet gesehen habe und dann entsetzt war, dass sich dann in den Evolutionsbäumen tatsächlich so bildet, dass die Irrtümer sich ausbreiten wie wahnsinnig und riesige Irrtumsbäume entstehen, während die Wahrheiten immer seltener werden und immer mehr verschwinden, zum Beispiel aus der Ernährungsindustrie alle Wahrheiten verschwinden und am Ende sogar übrig bleibt, dass der Händler und der Zahnarzt gemeinsam denken, Zucker sei ein gesundes Nahrungsmittel. Und das halte ich für wirklich gefährlich. Das ist also unterschiedlich. Ja, also es wird keine Lösung für dieses Problem der Irrtümer geben und auch diese Big Data werden das Problem nicht auflösen, werden es nur ein bisschen mildern. Wir reden übrigens also in meiner Meinung auch über das falsche Beispiel. Ob wir ein bisschen gesünder leben oder nicht, spielt eine relativ geringe Rolle gegenüber dem Klimawandel, den wir gerade spüren. Und das ist natürlich vielleicht der gigantischste Irrtum, nämlich der Lebensstil, der gerade geführt wird. Und wir sollten mehr Energie darauf verwenden, das zu vermeiden. Genau. Und jetzt kommen wir nur zu dem Ziel, dass das Problem ist, dass... Wenn Sie bis jetzt sozusagen als einer der wenigen noch nicht so begeistert von dieser Gesundheitsreform wären, dann würde uns das Geld fehlen. Also unsere Logik ist nämlich so, die Professoren sagen so, wir wollen jedes Jahr ungefähr 100 Milliarden im Ernährungssektor, im Gesundheitssektor, im Pflegesektor und später dann in 20 weiteren Reformen noch jedes Jahr durch die Korrektur der Fehlanreize viele Milliarden plus machen. Der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, ein Arzt, Christian Zimmermann, schätzt, dass wir jedes Jahr ein Minimum an 70 Milliarden plus machen können, nur im Gesundheitswesen durch eine vernünftige Gesundheitsreform, weil er die Verluste und Schädigungen durch diese Irrtümer, die sich da angehäuft haben, für so gigantisch hält, dass es mindestens 70 Milliarden pro Jahr sind. Und die wollten wir rüber ins Klima schieben. Das ist also quasi, das ist das Ziel. Denn wir sehen das Problem, dass die Frau Merkel quasi sagt, wenn ich jetzt bestimmte Steuern einführe und bestimmte Sachen mache, die treffen meine Wähler. Und meine Wähler sagen dann, ich wähle nie wieder CDU. Dann haben wir alle verloren, also rühre ich mich erstmal gar nicht. Ich lasse mal ein Klimakabinett tagen, ich lasse die alle mal ein bisschen reden, die Grünen mal ein bisschen von CO2-Steuer fantasieren und die SPD mal ein bisschen davon fantasieren. Aber der Herr Altmaier, der macht das schon, der sagt jedes Mal, ich mache dem Ganzen eine Absage. Das habe ich nämlich gerade jetzt wieder in einem Video gesehen, dass also regelmäßig der Chef der SPD, der neue Chef, Generalsekretär Klingbeil, hat gesagt, jedes Mal erteilt uns der Herr Altmaier zuverlässig eine Absage gegenüber allen Bemühungen beim Klima. Und ich denke, das wird so bleiben, denn wenn Frau Merkel nicht neues Geld sieht und die Professoren, die ehemalige Bundesministerin, die bieten das ja kostenlos an, dass sie das kostenlos in den Ministerien mit Minister Spahn und Klöckner generieren würden. Also ich sehe darin die einzige Chance, die wir überhaupt haben, beim Klima voranzukommen, weil neues Geld, das tut nicht weh, tut niemandem weh. Außer Pharmakonzerne müssen natürlich auch die Aktionäre ein bisschen entschädigt werden, wenn der deutsche Markt ein bisschen kleiner wird. Der Weltmarkt bleibt ja unberührt, aber der deutsche Markt wird ja kleiner werden vielleicht. Obwohl die Pharmakonzerne ja sagen, unsere Medikamente sind sowieso das Beste, also wird auch niemand auf anderen Wegen gesünder sein, weil wir sind ja sicher als Pharmakonzerne, dass eine Ernährungsumstellung den Krebs nicht verhindert. Also würden die eigentlich gar nichts verlieren.
also ich halte diese Schätzung, was da im Gesundheitswesen einzusparen ist, also das muss man vorsichtig mit sein, aber woran ich sehr wohl glaube, ist, dass zum Beispiel eine CO2-Steuer als Lenkungsabgabe sehr wohl nützlich sein kann und auch und Chancen hat, auch beschlossen zu werden im Herbst oder danach. Und von daher glaube ich, ist es nicht der einzige Ansatzpunkt, aber Sie haben vollkommen recht, es ist gut, wenn man viele gute Lösungen auf einmal hat und das, was man dadurch an zusätzlichen Ressourcen hat, die richtig einsetzt. Und ja. wenn das denn stimmt, was Sie sagen, dann ist es gut, wenn man diese... Aber auch bei der CO2-Bepreisung gibt es ein kleines Problem dabei, dass die Grünen und die SPD und so weiter immer wieder betonen, dass das ja so rückvergütet wird, dass es auch den Sozialen eher, also sozusagen den sozial Schwächeren eher zugutekommt. Das Problem ist, dass die CDU aber typischerweise nicht von sozial Schwächeren gewählt wird, sondern von der Mittelschicht und auch teilweise der Oberschicht und so weiter. Und die sagen dann Dankeschön, dass ihr umverteilt Gelder, oft über den Weg der CO2-Bepreisung, Umverteilung macht von uns weg zu den sozial schwächeren Schichten. Schön, dass ihr das machen wollt, aber das gehen wir eben als Wähler nicht mit. Und deswegen, liebe Frau Merkel und Herr Altmaier, Sie wollen ja nochmal wieder gewählt werden. Dann sagt der Altmaier, nee, deswegen mache ich das eben nicht. Ich will ja nicht meine Wähler verärgern und dann einen Gefallen tun für die Wähler der Linken. Ja, es ist ja auch lange nicht gesagt, dass irgendwelche anderen Gelder, zum Beispiel das, was man angeblich im Gesundheitswesen einsparen könnte, die Leute in den Klimaschutz stecken wollen. Also dann wird es halt Leute geben, die sagen, ach toll, wir haben jetzt diese x Milliarden mehr, dann lass uns doch die Steuern senken und wir haben überhaupt nichts gewonnen im Klimaschutz. Also das, ich finde auch, dass derzeit überhaupt nichts dafür spricht. Alle Parteien haben derzeit Panik, weil sie gemerkt haben, ups, die jungen Leute wählen uns nur noch zu 10 oder 15%, also die CDU und die SPD. Und wir haben es bei den jungen Generationen richtig verbockt. Und deswegen hat jetzt offenbar auch mit der Fridays for Future-Bewegung auch das Klima wieder, der Klimaschutz wieder eine neue Chance. Ja, aber deswegen, wir sehen das sogar als die vielleicht einzige Chance der nächsten 30 Jahre, dass wir endlich mal eine Wendung zum Guten in Deutschland hinbekommen. Ja? Aber ich darf unser Interview so zusammenfassen, ich sage ja 8 von 10, also wir werden uns sich eben nicht ganz einig sozusagen, dass Sie sehen so stärker den Datenschutz als Problem für so eine stringente Belohnung für das sogenannte Gute und eine Nichtbelohnung mehr der Irrtümer und deren Folgehandlung. Aber so können wir es erstmal für heute beschließen.